Mein Name ist Anke Flick, ich bin 47 Jahre alt und bin Triathlon-Einsteigerin. Ich bin Alex, ich bin 32 Jahre alt und meine Saisonziele sind die Mittel- und die Kurzdistanz. Ich bin Michael, 49 Jahre alt und mein Saisonziel ist Kitzbühel, die EM im Sprint. Ich bin die Maike, 42 Jahre alt und mein Saisonziel ist die Deutsche Meisterschaft in der Altersklasse in Darmstadt. Ich bin Alexandra, ich bin 32 Jahre alt und Polizeibeamtin. Ich war letztes Jahr schon hier und es macht unheimlich Spaß. Die Leute sind locker, die Trainer sind cool drauf, sind auch sehr versiert. Man fühlt sich gut aufgehoben und man hat das Gefühl, wirklich dann gut vorbereitet in die Saison zu starten. Ich hoffe, hier eine gute Grundlage für die Saison legen zu können und dann gut in den ersten Wettkampf zu starten dieses Jahr. Ja, ich habe stetig natürlich auch schon ein paar Kilometer auf dem Fahrrad und im Becken ein bisschen mehr als auf dem Fahrrad gesammelt und möchte natürlich hier dann noch sozusagen den richtigen Grundstein dann für die Saison legen. Aber ganz unvorbereitet bin ich jetzt auch nicht mehr. Also ich würde sagen, am wohlsten fühle ich mich eigentlich auf dem Rad. Das andere macht mir auch Spaß, aber da habe ich noch mehr Trainingsbedarf oder Nachholbedarf, was auch die Technik gerade im Schwimmen anbelangt. Auch Lauftechnik möchte ich ganz gerne eigentlich noch vertiefen. Die Trainingszeiten variieren natürlich. Im Winter versucht man ja auch viel Schwerpunkte auf Schwimmen und auf die Technik zu legen. Und im Sommer fährt man mehr Rad, aber es muss halt alles immer zum Alltag passen. Kommt drauf an, wie viel Dienst man hat oder wie viel man zeitlich auch sonst aufwenden muss für andere Dinge. Da muss man halt ein bisschen flexibel sein als Amateur. Das kann ich so mal gar nicht festlegen. Das kann mal mehr, mal weniger sein. Meine Saisonziele sind nochmal die Zeiten auf der Mittel- und der Kurzdistanz zu verbessern und mich stetig noch zeitlich nach oben zu arbeiten. Na, ich habe mich eigentlich auf das Camp ganz gut eingelassen, sage ich mal, weil mir ist es auch eigentlich egal, wenn Leute, es gibt immer viele, die besser sind. Ich will einfach nur für mich verbessern und das ist mir ganz egal, was die eigentlich um mich rum machen. Ich habe da gar kein Problem mit Leuten, die schneller sind als ich.